Wir haben vom Ring Award erfahren übers Internet, glaube ich. Das ist was, das kriegt man irgendwie mit. Es ist ein ganz wichtiger, um nicht zu sagen der wichtigste Regiewettbewerb, den ich kenne. It's well known, though. I think it's well known. Wir haben uns gefunden für dieses Projekt, genau. Sagen wir es mal so. Wie, du machst da nicht mit? Dann habe ich mitgemacht. Jeder Intendant muss Operette spielen. Und jeder Intendant weiß nicht genau, wie er an dieses Thema herangehen soll. Wie bringe ich es? Will ich nur auf die Quote schauen oder will ich doch ein gewisses gehaltvolles, geistiges Konzept hineinbringen? Es gibt ja eine Sicht, Hans Weigel hat sie formuliert, dass dieses Stück Die Fledermaus ja die ganze Geschichte der Operette in sich enthält. Es beginnt mit einem ersten Akt, der Oper ist, kulminiert im zweiten Akt, im Höhepunkt der Operette, wie man sagt, und es zerfällt im dritten Akt. Es ist auch der Niedergang bereits drinnen. Regie ist Analyse, dann die Umsetzung in die Sprache des Theaters und sozusagen das Arbeiten mit Menschen auf der Bühne. Das sind die drei Pfeiler der Regie. 12 unterschiedliche Zugänge, eine Tour d'Horizon über 12 Konzeptionen junger Künstler. Einmalig, spannend und faszinierend. Die Fledermaus ist für uns eine Geschichte über die Jagd nach dem perfekten Moment, über die Abwesenheit von Liebe und letztlich auch über eine sehr rigide Oben- und Untenwelt. Die Oper fängt mit dem Ende an, das heißt, wir starten im Wald, wo er seine Frau erschlägt, nicht weiß, wo jetzt hin, was passiert er eigentlich, völlig abdreht und dann kommen ganz viele verschiedene Bilder und langsam setzt sich eigentlich dieses Wohnzimmer zusammen. Die Villa Eisenstein ist hier zu sehen, das sind die Innenräume. Die Eisensteins wohnen in einer sehr noblen Wohngegend. Es ist alles recht kühl eingerichtet, das hat aber auch mit dem Herrn Eisenstein zu tun und seiner Person. Also mein Eindruck vom Ring Award 11 ist ein hervorragender. Ich finde, das ist eine so tolle Veranstaltung. Erstmal einzigartig, hilft uns Intendanten ungeheuer, eben junge Talente zu finden. Und ich habe einen ganz gemischten Eindruck. Also es sind einige dabei, die ich wirklich für ausgezeichnet halte. Bei anderen verstehe ich nicht ganz, warum sie dabei sind. Aber so muss das sein bei einem guten Wettbewerb. Ich habe nur bei einem Team bis jetzt das Gefühl, dass wir richtig über Operette sprechen, wo man sich über die Gedanke gemacht hat, was ist Operette heute. Und sonst habe ich das Gefühl, dass wir richtig mit Oper oder Theater oder Musiktheaterkonzepte zu tun haben. Also wir haben versucht, uns sehr stark von der Musik von Strauss leiten zu lassen, weil da eigentlich alles über die Figuren drin ist, an Sehnsüchten und Obsessionen und alles sehr unterschwellig drin ist. Die grundsätzliche Konzeption unserer Fledermaus besteht darin, dass wir dieses Stück begreifen, eigentlich fast schon als soziale Installation mit einer starken Beziehung zwischen Bühne und Zuschauerraum, sodass der Zuschauer ganz intuitiv diese bestimmten Strukturen, die dort sehr auch gesellschaftskritisch enthalten sind, nachvollziehen und miterleben kann. Da ist zum einen die Frage nach Kindheit. Da ist die Frage nach Heimat, was Heimat sein kann für Menschen. Sehnsucht nach ganz unterschiedlichen Dingen. Dieses Jahr ist es besonders kompliziert, weil man mit der Gattung Operette zu tun hat. Das ist irgendwie viel schwieriger zu beurteilen, weil so viele verschiedene Aspekte erwogen werden müssen. Man kann nicht eindimensional das Ganze machen. Und die Schwierigkeit ist, diese Mehrdimensionalität zu erzeugen, die verschiedenen Ebenen eben herauszuarbeiten, die dann gleichzeitig zu spüren sein müssen. It has to be funny. And we set it in 1945, so in Vienna, so just after the war. And the Russians are controlling the city. Ich
Der erste Akt ist eine Theaterkulisse, der zweite Akt eine virtuelle Welt. Da sprengen wir also diese Theatergrenzen und begeben uns in eine andere Wirklichkeit. Zum Schluss kommen wir wieder zurück in das Gefängnis und sprengen wiederum diesen zweiten Raum, in dem er in sich zusammenfällt. Ein wesentlicher Punkt unseres Konzepts ist der Rollenwechsel, der sehr wichtig ist in der Fledermaus. Alle wichtigen Handlungsmotivationen und Wendepunkte äußern sich in Rollenwechseln oder beruhen sogar auf Rollenwechsel. Ich bin sehr beeindruckt eigentlich über die Response und über das Niveau, auch das wir jetzt wieder erreicht haben bei einer Aufgabe, die eigentlich, glaube ich, fast schwerer ist als die letzte. Es ist so, der Grad an Verrücktheit hat ein bisschen abgenommen oder der Mut, irgendwie die Stücke total auseinanderzunehmen und drin zu flattern und irgendwie alles auseinanderzureißen. Für unsere Konzeption grundsätzlich ist es so, dass wir auf der Grundlage von der Musik und auf dem Wesen der Straußmusik aufbauen, also die Leichtigkeit, die Eleganz, die Unbeschwertheit benutzen, entsprechend unseren Raum, unsere Kostüme ganz pudrig und ja, fast operettig ausstatten, aber diese überstilisierte Schönheit wird dann irgendwann sehr, sehr trügerisch. Unsere Fledermaus spielt in New York 2008 in der Zeit der Wirtschaftskrise. Wir möchten die Gier und die Risikofreude der Menschen darstellen. What we took from the Fledermaus, the original story, is this flee from the reality of the characters who are going to the party of Orlovsky and trying to be someone else. Ich glaube, dass die Professionalität generell im Niveau höher geworden ist und auch die ästhetische Vielfalt, die wir erleben, ist mehr geworden. Die Konzepte sind sehr zahlreich und sehr viele sind davon gut. Und ich würde mit Sicherheit denken, dass mehr als drei der Künstler, die sich oder der Teams, die sich heute präsentieren, die Qualität besitzen, eigene Arbeiten zu machen. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr heute weiterkommt ins Finale? Müde. Natürlich würden wir uns gut fühlen, wenn wir ins Finale kommen würden. Könnten wir unsere Geschichte erzählen. Fantastisch. Wunderbar. Ja. Wir machen auf jeden Fall einen kleinen Tanz und trinken ein Bier. Und trinken ein Bier, genau. Ja. Bitte mit der Präsentation zu beginnen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sehen uns wieder beim Finale des Ring Awards vom 24. bis 26. Juni 2011 im Dom in Berg und im Schauspielhaus Graz.